Wir hatten jetzt in Imola das erste Mal dick Punkte geholt. Nach zwei DNFs bereits in der Season. Zweiter Platz in Imola, erster war nicht drin, Leclerc war viel zu weit weg in Imola. Jetzt Miami. Alle Jahre wieder. Die großen kein Grip-Festspiele von Miami. Wird nicht so witzig. Oder zumindest die vergangenen Jahre nicht. Ah, scheiß auf den Quatsch hier zum Rennwochenende. Damage ist natürlich aus. Miami, ne? Ist da. Ja, Miami Grip-Technik speziell genau in dem Teil, den wir gerade sehen. Da Kurve 2, Kurve 3. Danach geht wieder, da hast du keinen Grip. Existiert einfach nicht. Genauso wie in den letzten zwei Kurven. Drei Kurven hast du einfach keinen Grip. Also halt nach der langen Gerade. Wieso? Keine Ahnung. Aber ist so. Oder ich hab da keinen Grip. Weiß ja nicht, wie das anderen aussieht. Ich hab da keinen Grip. So, das Rennen ist stark bewölkt. Im Qualifying gibt es einen kurzen Batch Regen anscheinend. Das heißt aber trotzdem trockenes Setup. Also hier haben wir diesen einen kleinen Abteil Regen. Danach angeblich wieder trocken. Mal gucken, ich denke mal, es wird Qualifying mit dem Regen enden. Und das Rennen ist anscheinend stark bewölkt. Könnte auch drohen, dass es regnet. Ah. So, ich habe gesehen, die haben heute eine Hotfix rausgeknallt. Ein paar kleinere Verbesserungen anscheinend. Ich bin mal gespannt. Miami letztes Jahr war ein sechster Platz. Abgesehen von Sao Paulo schlechtes Ergebnis. Ja gut, und den DNF in Japan. Gut, okay. Mal gucken, was heute drin ist. Wie gesagt, der Damage ist aus, klar. Endstrategie mit Zimmer mit Quali-Tempo. Wollen wir mal. Teile habe ich jetzt nicht gewechselt fürs Training, das brauchen wir glaube ich nicht. Geht glaube ich ganz gut. Haben wir auch schon einmal neue Motorenteile. I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck you'll be able to feel the improvement, so go and give them a try. 20. Ja gut, dann gehen wir mal auf die Rennstrategie. Und dann gucken wir mal. Also wir haben ein paar Dinge wurden angepasst anscheinend im Hotfix. Ich hoffe unter anderem, dass mein Controller sich jetzt nicht wegvibriert. Und ich ihn tatsächlich dran lassen kann. Weil mittlerweile habe ich so ein bisschen gelernt, mit Lenkrad zu steuern. Ich dann auch weiter so machen wahrscheinlich. Ich hoffe einfach, dass der Controller jetzt keinen Stress macht und schön dran bleibt. Oder dran bleiben kann, ohne sich wegzubewegen. Also gerade wieder gucken, ob nicht der Hotfix irgendwas steuerungstechnisch verändert hat. Ja, das sieht gut aus. Ja, heute, ich erwarte heute kein Podiumsergebnis. Schön wäre trotzdem Punkte zu holen. Wir werden sehen, ne? Hauptproblem ist halt wirklich Grip im dritten und ersten Sektor.
Genau, das ist das, was ich meine. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Ich muss die Bremse reinhauen, damit ich hier nicht noch weiter wegrolle. Auf einen nächsten Versuch. Mich hat's schon gewundert, wie viel Glück ich von den Kurven 2 und 3 hatte. Wenn ich den Wagen danach noch verlieren würde, hätte ich jetzt nicht erwartet. Kein Grip. Es ist so still, das war eine reine Rutschpartie gerade. Ich kann auch nicht wirklich voll gehen, die Kurve. Hier muss ich natürlich gerade im Qualifying außen aufpassen wegen den Track Limits. Einfach kein Glück, das ist so schlimm. Aber du merkst richtig, dass es nicht zu wenig Abtrieb ist, sondern dass du wirklich einfach kein Glück hast. Normalerweise ist der meistens das Gefühl, dass du hast zu wenig Abtrieb dabei. Aber hier, du merkst halt sehr stark, dass es wirklich einfach nur verdammt rutschig ist. Gerade da muss ich aufpassen, dass ich auf der Bremse nicht zu weit gehe. Am Anfang geht's noch, wenn ich dann nicht reinbremse in die Kurve,
Mal gucken, ob ich die Kurve zu Wagen gehalten bekomme. Jetzt wieder? Ja, habe ich. Das meine ich, die Kurve ist so heimtückisch, ey. Okay, we can take you this lap. Das ist ja egal, ich kann ohnehin reinfahren, aber mehr lila. Ja, dieser erste Sektor erinnert mich echt hart an den dritten Sektor in Vietnam damals. Ich glaube, im 2020er Game war ja Vietnam mit dabei. Wo ja dann durch Corinna nichts draus wurde. Erinnert mich hart an den dritten Sektor in Vietnam, aber halt ohne Grip. Weil da hattest du wenigstens Glück. Hier ist das halt echt unangenehm. Oder ich muss gleich mal googeln, ob es am Tunkel gibt, mehr Grip hier zu bekommen. Geil, die hier Mini-Curbs aufgebaut haben. Ja, ich finde aber nur wirklich was bezüglich des Setups im Internet. Mit noch weniger Abtrieb. Ey, boah, Alter. Finde ich nicht. Weiß ich nicht, finde ich ganz schwierig. Naja. Was für Zielmanagement haben wir noch? Da haben wir den zweiten Satz Mediums dabei. Zweifel mit Zielmanagement können wir auch noch auf den Soft machen, so ist doch nicht. Ah, okay, da wird sowieso schon da wahrscheinlich. Aber Benzinmenschen machen wir, glaube ich, ne? Oder? Ich bin sowas nicht merken kann, ne?
Sobald ich hier so viel, zu viel Schwung sammel, verliere ich den Wagen danach. Ich frage mich, warum der mir immer ausbricht. Hier kassiere ich halt immer so viel Untersteuern. Sobald ich dann auf der Bremse hänge, bin ich am Untersteuern wie Hölle, ey. Das ist halt echt nicht geil, so. Verbremse ich mich, weißt du? Boah, okay, noch lila. War aber ganz knapp, aber. Das war aber ganz knapp. Aber Controller geht anscheinend aktuell wieder. Zumindest bis jetzt. Die Runde war natürlich langsamer. Rennstrategie, die funktioniert immer noch nicht, okay. Aber jetzt die Verbrauch sah sogar auf den Geraden ganz gut aus, ne? Dafür, dass ich voll gedrückt habe. Quali-Tempo, das wird schwer werden. Ich sag's wie es ist, aber gucken wir mal. Ich denke, dass es schwer wird. Quali-Tempo ernsthaft durchzuziehen. Die Reifen haben schon eine angenehme Temperatur. Wenn man auf die volle Runde kommt, das ist gut. Zeit einfach direkt ins Minus geht. Keine Chance. Also guck dir die Zeit an. Naja, so abgenutzt sind die Motorenteile noch nicht. Also irgendwas. Okay, das war scheiße. Irgendwas stimmt hier vorne und hinten nicht, was das angeht. Keine Ahnung, ob da wieder ein Bug ist oder so eine Scheiße, aber. Das ist ja wohl nicht der Ernst von, das Ernst vom Spiel. Er gibt die Zeit oben rechts an. Nee, das kann nicht deren Ernst sein. Alter, warum? Das ist so eine langsame Linkskurve. Wieso hab ich da kein Grip? Ich verstehe diese Strecke halt wirklich nicht. Konstant ins Minus, ey. Da wird eine Zeit für den 25. werden. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ich verliere konstant an Zeit. 20. angeblich. Okay, dann wollen wir sehen, dass das der 20. wird. Bin ich sehr gespannt.
Bin ich sehr gespannt. Guck dir das an, das kann nicht richtig sein. Der Mercedes ist kacke, ja, aber nicht so kacke. Das kann nicht richtig sein, sorry. Da stimmt irgendwas gewaltig nicht. Die Motorenteile. 36, 29, 20, 18, 27, 13, 50. Okay, das Getriebe. Gut, ja. 50er Getriebe, das wechseln wir, würde ich sagen, vom Dings noch. Wir haben 5 Getriebe. Auf wie viele Rennen? 22, glaube ich, ne? Also sagen wir mal erstmal 4 Rennen, ein Getriebe. Da sind wir doch jetzt schon bei, oder? Ist das dritte Rennen? Ja, ne, ist das vierte Rennen, ne? Na gut, 50% ein Getriebe ist schon ein bisschen heftig. Aber wir gehen fürs Rennen Qualifying aufs zweite. Wir gehen mal rein ins Qualifying. Es wird Zeit, noch einmal eine Blick auf die so kacke war, kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Naja, was willst du da machen? So. Ja, das Setup nehmen wir mit. Nicht wirklich eine andere Wahl. Dann fahren wir mal einfach erstmal die erste Runde. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Und dann schauen wir mal. Well, du Frische, ey. Ah, ne, stimmt. Hier war ich eigentlich immer nicht zu Anfang rausgefahren, sondern hatte erst gewartet, bis der Rest durch ist, ne? Wenn es zum ersten Mal stimmt. Damit nämlich Ruhe ist. Dass ich jetzt hier durch die Kurve halt selbst bei Halbgas Angst haben muss, den Wagen wegzuschmeißen, ist halt schon sehr random. Also ich habe halt null Vertrauen ins Auto und in die Strecke. Ich bin halt wirklich noch am Überlegen, Miami für nächste Season halt rauszuholen aus dem Game. Aus der Karriere. Ich kenne einige, die das jetzt schon gemacht haben. Macht ja keinen Sinn. Mit so wenig Glück macht das halt echt keinen Spaß.
Also auf die Kurve da unten gerade, die fahre ich einfach ganz anders an. Damit ich da nicht drohe, aus dem Track Limits rauszufallen. Fahre ich einfach so an wie gerade. Der George. Na gut, die Red Bull kommen jetzt, sind eh schneller. Zumindest Max. Sehr gut. Wir sind auch schneller als George, okay. Fahrer hinter mir. Okay, Jus behind you now. So their best lap time is a 1:29.5. Fahrer hinter mir. Ocon's behind you. Right, their best lap time is a 1:29.4. Ich hoffe mal einfach, dass die beiden weit weg sind. Dass sich da noch eine Menge Leute zwischensetzen werden. Auch dahinter, okay. Das sind halt erstmal gute Zeichen. Zumindest vorerst. Gut, dann zeig mal her. Müssen wir nochmal fahren? Müssen wir nochmal fahren? Müssen wir nochmal fahren? Das ist hier die Frage. Ich bin halt ein Zehntelchen hinter George. Das ist eigentlich akzeptabel. Alle anderen kommen. Alonso ist halt ganz knapp hinter mir, ne? 90er KI? Ja, 90er KI in der Fahrerkarriere. Ich sag mal so, ist nicht einfach. Oh, Sepp ist stark. Und Lando ist wieder overpowered. Wo sind die Ferrari denn? Die kommen erst noch, okay. Beide kommen. Mal gucken, die werden sich auf jeden Fall noch vor uns Mercedes schieben. War kein Geheimnis. So, dann sind wir auf 6 und 7. Die Abstände sind halt super close, ne? Daniel, ja klar, der McLaren, der fährt natürlich vor uns. Das wundert keinen. Ich will nicht nochmal fahren. Da habe ich nachher wieder so einen Stress mit Reifen.
10 Minuten, dass es anfängt zu regnen, wenn man dem Wetterbericht glauben darf. Wenn man ihm glauben darf. Jetzt ist man wahrscheinlich Q2 durchregnen. Au. Nie gestoßen. Boah, sind ja schon weit weg, ne? Also die Lücke zwischen Vettel und Ricciardo ist halt riesig. Ja, mit den Grip-Verhältnissen bin ich mir nicht sicher, ob ich da noch eine Verbesserung rausknallen kann. Except Miami. Ich habe halt keinen Grip. Null. Nada. Mal gucken, wie viele rausfahren. George wird wahrscheinlich nochmal fahren. Weit habe ich auf dem 15. Das sind so 16. 1-4-4. Hat doppelte Fast. Ah, irgendwann bricht ich mir so mal nochmal Genick, ey. Uff, die sind alle nochmal raus, krass. Okay, ich bin am Arsch. Ja. Yep. Nice. Ja gut, wie gesagt, irgendwann wird mir das nochmal Genick brechen. Ich krieg da 5% Strafe, okay. Hey, damit bin ich vielleicht sogar 15. Theoretisch. Schade, war aber wirklich knapp. Ja, gut, hab gehört, wir holen uns nochmal neue Motorenteile. Was halten wir davon? Gut? Gut. Alles klar, machen wir. War ein kurzes Qualifying, hab ich gehört. Ach, scheiße. Ja, hey, ich werde jetzt bestimmt das Feld von hinten aufholen. Und ich werde mich nicht beim ersten Überholmanöver wegdrehen. Und dann erstmal allen hinterherfahren. Wird nicht passieren, nein, Quatsch. Ob sowas passieren würde, niemals. Oh, Scheiße. So, dann haben wir noch was zum Skillen. Ja, da zeigt er mir immer noch jedes Mal an, welche Teile weggefallen sind. Das ist auch noch ein sehr interessanter Bug. Immerhin sind wir beim Chassis bald wieder auf einer Höhe mit den anderen. Risiko so schnell wie möglich. Ja, komm. So, dann reicht es aber auch hoffentlich an Motorenteile für die Season. Da wir hoffentlich nicht noch mehr nehmen müssen. Gut, 19. Runde, der Großpreis von Miami steht nach einfach mal 40 Minuten bevor, weil wir da Qualifying instant verkackt haben. Nice. Aber es war knapp, zu meiner Verteidigung, es war knapp. Jetzt gucken wir mal, was von hinten geht in Miami. Ich, wie gesagt, ich erwarte ganz einfach, dass ich mich beim ersten Überholmanöver oder in der ersten Runde noch wegdrehe, weil ich halt einfach keinen Grip auf dieser Strecke habe. So. Das ist das, was ich erwarte. Schauen wir mal. Ich begrüße Sie heute aus dem Miami International Autodrom. Das Hard Rock Stadium hier ist eine berühmte Mehrzweckarena für Sport- und Unterhaltungsevents. Hier gab es schon Super Bowls, Baseball, World Series, Rockkonzerte und jetzt auch die Formel 1. Eine Runde beim Großen Preis von Miami ist 5,4 Kilometer lang und führt uns um das Hard Rock Stadium herum. Unsere Fahrer müssen sich auf 19 Kurven und knappe Rad-an-Rad-Duelle einstellen.
Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Verstappen, Daniel Ricciardo und Vettel. Mit wer startet von Pole? Leclerc? Fernando Alonso, Leclerc, ne? Lando daneben. Ocon und Kevin Magnussen. Oh, Kevin stark. Albon, Gasly. Oh, Alex auch wieder auf 11. Drops. Und Joe. Die Wolf Romeo sind auch stark. Stroll, Robert Schwarzmann und Nicolas Latifi. Mick Schumacher. Und ich. Gleich Hallo. Werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan, ich frage mich, ob die Teams in der Mitte heute frühe Boxenstops machen werden. Diese Grafik haben wir gebraucht. Unter Druck zu setzen oder vielleicht deren Strategie durcheinander zu bringen. Wenn man in der Mitte des Feldes ist, hat man sein eigenes Rennen zu fahren. Ich glaube nicht, dass sie vorne angreifen werden. Aber je näher sie an der Spitze sind, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie Doppelstrategien einsetzen. Wenn ein Team zum Beispiel auf Platz 2 und 3 ist, ein Auto durchs Bild. Den einen Wagen vorzeitig in die Box holen, während der andere draußen bleibt. Wie war damit verbuggtes Scheißspiel? Stark unter Druck setzt und eventuell. Wir haben noch Aston Martin auf dem Helm steht. Ach Leute, komm schon, können die doch besser, selbst bei EA. Okay, jetzt fliegt aber kein Auto mehr durch mein Bild, oder? Das war schon ein bisschen weird gerade. Was war das für ein Auto? Das konnte ich gar nicht erkennen, so auf die Schnelle. Weißt du, dass irgendein Auto durch mein Bild geflogen ist? So. Medium Hard, ja, was anderes mit den Grip-Verhältnissen sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Das finde ich ein bisschen extrem. Wo mir das in Imola geholfen hat, ne? Aber in Imola hatte ich auch das Safety-Car, was mir geholfen hat. Ach komm, alles oder nix. Echt, ey, was soll ich jetzt hier rumpalempern? Meine Fresse, geht mir nicht auf die Nüsse, Leute. Was ist eigentlich, wie gut ich die Ampel da links vorne sehe? Also jetzt gleich, weil die nämlich aktuell noch nicht an ist. Okay, how was that pull away? Der Pullaway war sehr vorsichtig. Pause, also sonst schmeißt das Auto instant weg. Wir schauen auf den Soft. Geht jetzt was auf 8 Runden? Ey, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe vielleicht wieder auf ein frühes Safety-Car. Ich habe das jetzt schon einmal bekommen, die Season. Das wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. So viel Glück habe ich dann auch wieder nicht. Aber mal gucken. Ich meine, der Dingens. Die Soft-Hard-Strategie in Miami hat mir halt in den Urlaub mir halt sehr geholfen, ne? Weil ich halt meine Ruhe hatte und die anderen aufgehalten wurden. Ja, entweder dümpel ich jetzt hier hinten rum, mache eine Standardstrategie oder ich probiere halt was aus. Mit der Wahrscheinlichkeit, die theoretisch gegeben ist, dass ich sowieso wegschmeiße. Oh, was war das denn? Na, mal gucken. Sondern Mick genau vor mir, ne? Ah, wird lustig in Kurve 1, ich sag's wie es ist. Wow. Naja, ich wünsche mir immer viel Spaß beim großen Preis von Miami. Bin ja ohnehin letzter, kann mir eh Zeit lassen.
Ah, verdammt, ich hätte weiter vorne stehen können. Jungs! Alter! Alter Junge! Fucking Stroll, ey! Du musst doch sehen, dass ich neben dem bin! Oh scheiße, kein Overtake mehr. Gott, ich hasse diese Kurve. Ja, ereignisreiche erste Runde, würde ich behaupten. Hey, mein erstes Ding ist Überholmanöver. Oh, okay. Ich habe mich eigentlich verbremst, was ist mit Stroll denn passiert? Okay, nehme ich. Was? Viel zu wenig Vertrauen in diese Kurve. Yes, train! Yippie! Alter, ich... Nee, ich hasse diese Bremszone. Ohne Witz. Das ist jetzt kein Joker, das ist einfach nur, weil die Aktion Bullshit war.
kann nicht sein, dass ich so viel früher auf die Bremse gehen muss. Meine Fresse, Miami ist so eine Kotze zu fahren. Die Strecke ist so unfassbar schlecht gemodelt. Coded meine ich, nicht gemodelt. Da kann es selber immer nebeneinander sind, ey. Das ist langsam mal gut, oder? Ich komme leider deutlich langsamer voran, als ich es erwartet hatte. Hard next time.
shit. Okay, der Sturz kriegt beide. Schön hier geblieben, Herr Tsunoda. Schreien. Okay, die letzten Manöver waren aber ganz gut eigentlich. Boxenstopp. Boxenstopp. Pitting this lap, then. Come into the pit at the end of this lap. Ich weiß, ich schieb's halt jetzt wieder. Aber ich habe gedacht, die Reifen werden schlimmer. Also ich bin ehrlich, ich merke keinen wirklichen Gripverlust. Gut, ich habe grundsätzlich keinen Grip in Miami, aber jetzt aufgrund der abgenutzten Reifen. Vielleicht da in den langsamen Kurven. Moment. Dann gucken wir mal, was der früher Hardstop jetzt bringt. Brrr. Schon mal ein guter Boxenstopp, immerhin. Strategy complete. See these tires through to the end now. Langsam werden sie warm. Ich sehe es auch tatsächlich hart in die Bremsen, in die Eisen gehen. Bringt auch was sehr viel bei der Reifentemperatur tatsächlich. Habe ich jetzt auch gelernt. Wenn war zu erwarten, ja. Aber wann gehen die rein? Ich glaube die 14, ne? Ich meine, die fahren circa doppelte wie ich. Okay, 14 ist hier mehr doppelte, aber ich meine, so gegen 14 gehen die Mediums rein.
Aber sehr vorsichtig hier. Wieso bin ich so? Wow. Da stand Mick. Da stand der gute Mick. Dachte sich, ich park hier mal. Hier mache ich runter bis auf 20%. Aus, hoppla. Ja gut, die wurden alle aufgehalten von dem sich drehenden Mick, ne? Hätte doch genauso gut die Zelte geben können, tatsächlich. Hier hinten knallen wir dann möglichst leer die Batterie. Aber auf Start und Ziel benutze ich gar keinen Overtake. Schau so dermaßen langsam. So. Boah. Boah, mal gleich müssen die ganzen Boxenstops eigentlich kommen. Bin gespannt, wo ich lande.
glaube, hier ist auch mehr reinrollen, die Devise, weniger reinbremsen. Da vorne kam wieder vor mir raus. Ich glaube, die Strategie wird mir hier nicht so viel bringen wie in Imola oder wo ich das gemacht habe. Da muss ich mir jetzt mal kurz angucken, was das war. Okay, versuche mit dem Bremspunkt noch mal anders zu machen. Hey, was? Nein. So, gib mir noch mal die Chance, das besser zu machen. Oder gar nicht. Oh. Auch gut. George is in the pits. He's in the pits now. Pushen wie ein Bekloppter, ey. In der Theorie kommen wir noch vor die beiden Alpinen da vorne. Und das sind auf jeden Fall zumindest Punkte. Gehen wir rein! So.
Aber was ist mit dem? Wieso ist der hier so viel schneller? Wieso darf der das? Ja, zweimal Track Limits, logisch. Ich rall das nicht, ne? Miami ist einfach so eine weirde Strecke. Ich bin halt einfach viel zu langsam. Sorry, was soll ich machen? Ey! Komm, ey. Ich gebe ja schon mein Bestes, was sauberes Fahren angeht. Kann die KI das auch machen? Naja, ich bin super abgefuckt auf die Strecke gerade. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Miami. Das ist absoluter Schwachsinn hier, finde ich. Guck dir das an, wie viel schneller der ist. Na, jetzt geht er geradeaus, jetzt bin ich natürlich wieder hinter ihm. Ey, damit ist Kevin vorne weg. 5 Runden hol ich mir auf. Sei denn irgendeiner von denen da vorne fällt noch aus den Punkten, macht einen Fehler oder so. Guck dir an, wie viel schneller dieser Williams ist. Das ist nicht normal. Also, ich habe gerade gefühlt, ich sitze in einem Traktor als in einem Mercedes. Dann fährst du, warum machen wir wieder den schnellsten Sektor? Thank you.
Ich bin gerade echt ein bisschen am Konzentrieren. Deswegen bin ich so still. Und den fange ich jetzt gerade mal an aufzuholen anscheinend. Der Sticker siehst du mehr. Auf Kevin, der hat auch ein gutes Stück auf bekommen, hoffentlich holt er das nicht raus. Wenn im besten Fall gleich auch Windschatten wieder haben. Bereite schon da drum und überfordert sich jemand im Kopf. Willst du Münz in die Punkte, ey? Münz was Zählbares mitnehmen. Sollte sich gegen Ende eigentlich ausgehen. Wenn jetzt nicht noch ein größerer Fehler passiert, den ich gerade damit gejinxt habe. Aber okay, ich habe auch noch meinen Joker. Wusste ich nicht. Ich glaube, Kevin holt aber auch auf, ne? Ja. Ich hasse mein scheiß Leben. Da ist der Joker weg. Natürlich habe ich's gejinxt. Manchmal, bin ich ehrlich, hasse ich's, dass ich nebenbei reden muss. Weil genau dann passiert nämlich sowas. Also reden sollte. Wegen Stream und so halt. Das war gerade so ein Moment, wo ich das hasste, dass ich wieder irgendwas gesagt habe. Weil wieder irgendwas aus meiner Scheißfressluke rauskam.
tire condition for now. Everything's looking good. Weil irgendwie ist der Wagen nur in den Kurven schnell. Aber auf der Gabel grundsätzlich langsamer. Das ist so dumm. Ja klar, nicht unbedingt mit Overtake, aber... Tatsächlich, Sektor 2 durch die Kurven komme ich am besten ran, sonst überhaupt nicht. Jetzt muss ich auch mit dem Overtake durchknallen, wenn ich jetzt schön rankomme. Ich sollte atmen nicht vergessen. Sonst liege ich gleich hier. Nochmal durchpushen, damit er jetzt nicht rankommt. Oder weniger krass ran, weil die sind halt viel zu schnell, die KI. War fast vorbei. Caution, caution. Okay, that's last week.
Hier ist Gelb, du Arsch! Hey! Na natürlich. Ach komm. Fahr! Natürlich war der an der gelben Flagge schon an mir vorbei, der Drecksack, ey. Alter Bruder! Hallo! Was ist mit dir? Was ist hier los? Nö, das setz ich zurück. Das ist mir zu dumm. Er zieht halt einfach durch. Die KI, ich glaube, die KI hat nicht realisiert, dass ich überhaupt da bin. Guck dir das an, der zieht halt einfach durch. Als wäre nichts. Er ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Also entweder ist es wirklich die KI, die auf Miami einfach sowas von broke ist, oder die Strecke ist einfach absoluter Much. Ich weiß auf jeden Fall, dass die für nächste Season rausfallen wird. Habe ich keinen Bock mehr drauf auf Miami. Echt nicht. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich Strecke fahre und immer noch nichts dran gepatcht. Es ist einfach schlimm. Ist sehr schade, weil es wirklich eine neue Strecke ist und vom Flow echt cool, aber es ist einfach Schmutz. Dazu mit dieser degenerierten KI anscheinend, ey. Die warum auch immer deutlich schneller als ich. Also grundsätzlich, ich verstehe das nicht. Auf der Geraden müsste ich eigentlich immer noch der Killer sein, weil der Motor so gut ist, aber ich bin's nicht. Also keine Ahnung, was Mercedes da anstellt, aber du wirst es auf jeden Fall besser machen. Nicht den ersten.
Wenn ich ihn dann erstmal losgeworden bin, den Kevin, dann geht das wieder. Wenn der erstmal aus dem DRS raus ist, dann no Probleme. Aber sonst habe ich solche Probleme, mich zu verteidigen. Sicher, dann kommen wir aus. Ist er dann Leclerc? Boah, ganz closer Sieg, ne? Bei einem Leclerc auf dem Podium. Boah, da immerhin sind wir vor 20 irgendwie in die Punkte gefahren. Weiß nicht ganz genau, wie viel mir dafür Stop gebracht hat. Und der Soft sind. Aber ich denke mal, er hat auf jeden Fall geholfen. Yes! Oh, immerhin was Zählbares mitgenommen, okay, ey. Junge. Aber dass ich auf den Geraden so langsam bin, wenn ich verteidigen muss, das ist nicht normal. Oh, da war der falsche Stopp. Das ist nicht normal, ey. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Hände sind viel zu nass, ey. Ich kann nicht was für ein Lenkrad abschrauben. Stefan, sag mal, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wird. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Ach, so, jetzt endlich, ey. Meine Güte. Die rechte Schraube habe ich aber jetzt echt ewig gebraucht. Junge. Zehn saubere Runden in Miami. Echt? Da waren 10 Runden, die sauber waren. Also mindestens. Krass. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Heute geht dieser Titel für mich an den Mercedes-Piloten. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei. Lando mit dem Podium. Oh, nur eine halbe Sekunde vom Rennsieg entfernt, ne? Ich glaube, Lando hat schon ein paar Siege. Mal nachgucken. Ich glaube, Lando hat schon welche. Ja, Lando hat schon 5 Rennsiege, guck mal. Aber der 6. soll natürlich her, ne? George von 7:04, Sepp von 6:05. Mein schnellste Rennrunde.
Ja, also wirklich die Geschwindigkeit, wenn ich verteidigen muss und einen hinter mir im DS habe, dann war der jedes Mal so unfassbar viel schneller. Ja, und dazu war, keine Ahnung, die KI irgendwie übelst dämlich Aktion. Ich meine, ich auch, keine Frage, ich will mich davon nicht freisprechen, aber die KI hat halt auch super dämliche Dinge teilweise gebracht. Carlos war DNF gegangen ist, okay. Also alleine Kevin, der da einfach reingezogen hat in der Kurve und mich komplett gehält hat, habe ich die da verziehen. Das war halt absoluter Bullshit so. Aber naja. So, dann gucken wir mal in die Rennleitung. So, Soft Hard fand ich jetzt echt halt nicht schlecht. Auch ohne Stage. Habe ich auch relativ locker hinbekommen tatsächlich. Also klar, ich hatte wirklich nur ein, zwei Momente auf den Soften, wo ich dann gegen Ende den Wagen abfangen musste. Sonst fand ich eigentlich ging das für Reifenverschleiß. Hard Mediums waren auch dabei. Ja, die beiden Red Bull, okay. Von 6 und 4 auf 5 und 6. Hat nämlich jetzt nicht so viel gebracht. Also gut, Sepp ein Platz, Max zwei Plätze zurück. Ah. Und somit Latif hier, okay. Gut, gucken wir mal kurz rein. Uns mal gerade, ich würde ganz gerne Mix Unfall sehen. Der war schon ganz hinten. Ja, hä? Das war doch noch nicht Runde 1. Ey, Mick hat sich nach vorne gekämpft hier wieder. Und dann ging er wieder zurück. Deswegen wurden die dann aufgehalten. Das war einfach selbstverschuldet, ja. Ja, war einfach selbstverschuldet. Na, aber zum Glück kein Einschlag. Und hier stellen sich jetzt alle an. Ich war natürlich schon in der Box, wir kommen jetzt erst. Was sagen, wo ist das da gelb ist, ey? Das hat mich voll überrascht wahrscheinlich. Leider hat es eine ganze Zeit lang das Rennen angeführt. Nach dem Boxenstopp dann nicht mehr, aber selbst dann kam er wieder hart ran. Dann hat er echt Bock. So, gucken wir mal in die Highlights. Erstmal mit dem Rennstart beginnt. Ja, am Rennstart, da nehme ich eigentlich immer ein bisschen zurück. Hier dachte ich mir jetzt mal, komm rein. Sind eh alle so langsam. Haben auch schon direkt die ersten drei Leute gekneckt. Jetzt war schon 123, Alter. Jetzt wäre die ersten. Als wäre auf dem Soft sind nichts passiert, weißt du? Ja, nee, ist klar. Aber immer in die letzten beiden Kurven hatte ich. Boah, nach der Fight. Relativ viel Grip tatsächlich dieses Mal. Also in den letzten beiden ging es tatsächlich. Ich kann schon fast sagen, in den letzten drei Kurven. Ah, dann zählt auch mit dazu. So! Ah! Meine Fresse. Okidoki. So, dann wollen wir mal kurz gucken, wer hat denn die Pole hier? Ich glaube Leclerc, ne? Ja, von 1 gestartet. Schauen, Leclerc, Sieger Leclerc, schnellste Rennrunde hat aber Sepp.
Den F war nur Carlos, ne? Ah, zum Glück einer vor mir, dadurch haben wir nämlich noch zwei Pünktchen geholt. Warte, weiß ich jetzt nicht. Jetzt 30-402. Strategie, Medium Hard, Soft Hard schreibe ich mal. Also, wir müssen natürlich kurz noch in die Rangliste reingucken. Hier geht es natürlich ein Stückchen nach unten jetzt. Dadurch, dass wir nur zwei Pünktchen geholt haben, aber okay. 10 Punkte immer noch von Georgia fährt. Das Mittelfeld ist halt super close, ne? Also. So, alleine von mir bis Georgia sind 5 Plätze und 10 Punkte. Das ist halt nix. Aber da muss ich halt noch was tun. Also, ich würde zumindest ganz gerne vor George die WM beenden. Und hier halt wenigstens am 4. Platz. Eigentlich sollten wir sogar den 3. ansteuern. Mal gucken, ich drücke auf jeden Fall mal auf weiter. Ja gut, das hat mir immerhin in der Realität geholfen. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich ihn nur gewinnen kann, außer er kassiert jetzt echt noch einen Ausfall. Denn jetzt runtergefallen? Das waren meine Kopfhörer, die gerade komplett random runtergefallen sind. Aber mach 7 so. Okay. Trinkwerksabteilung-Ereignis. So, die Wohltätigkeitsarbeit hat deinem Team wichtige Publicity verschafft. Das Team konnte verstehen, warum es nötig war. Fahranerkennung plus 1000. Ja, nice. Ich sag doch, das bringt was. Ja, Motorenteile haben wir jetzt hoffentlich genug, also das geht sich jetzt hoffentlich aus. Mathe-Mann spielen oder so. Erstmal alles zurück. Aber dass wir leistungstechnisch auf einer Stufe mit Ferrari sein sollen, halte ich immer noch für ein Gerücht. Wenn man alleine bedenkt, wie hart ich den AlphaTauri fighten musste. Und der ist wirklich ganz unten. Und das hier verwirrt mich halt immer noch, ne? Wenn man bedenkt, im Vergleich zum Haas, den wir eben gefightet haben auf der Geraden, wie hart der mich nass gemacht hat. Ist das halt schon ein bisschen krass, finde ich, aber okay. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Nice. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Okay, gerade kann ich mir nichts leisten. Und dann kommt Spanien. Morgen dann. Mal kurz gucken. 7, da war ich vor George. Hinter George. Gut, beide DNF. 2, da war ich vor George. Na gut, okay. On-Track war ich bis zu diesem Rennen jedes Mal vor George. Nicht von dem 18. Platz verwirren lassen in Saudi-Arabien, das war ein DNF. Und ich glaube auch nicht, dass ich die schnellste Rennrunde da wirklich geholt habe, sondern dass das wieder buggy war. Aber okay. Alles nicht einfach gerade. Mal abwarten, bis wir zu den guten Strecken kommen. Aber Miami wird das letzte Mal sein, dass ich Miami gefahren sein werde. Erstmal. Nee, stimmt gar nicht. Vorletztes Mal in der Mighty-Karriere wird es noch rankommen. Ich hatte mir auch überlegt, übrigens, nach der Season kommt ja die Frage auf, zu welchem Team wir wechseln. Aston und Williams sind die beiden Punkte, also die beiden Möglichkeiten. Es wird das Team werden, was bis dato mehr Punkte geholt hat. Also ich denke mal, so werde ich es handhaben.
wie wir es auch damals schon bei dem Wechsel von Red Bull weg gemacht haben. Da haben wir auch gesagt, wir wechseln zu dem Team, was am meisten Punkte geholt hat in der Season, in unserer Red Bull Season. Und das war damals, glaube ich, um 10, 15 Punkte dann McLaren. Und so kam ich zu McLaren damals und wurde Weltmeister. Und dann darüber im Endeffekt auch zu Mercedes.